You will never walk alone again. And it's more than a fantasy. You will never walk alone again. And in my dreams and every night and day I see your pretty face. You will never walk alone again. And it's more than a fantasy. You will never walk alone again, again, again. You make my dreams come true, oh baby. You in my dreams, you make my night and day so sweet, so sweet. Yeah, you will never walk alone again. It's more than fantasy. Hi Freunde, ich bin's, euer neuer Pop-Titan von Deutschland. Ist klar, auch wenn man so einen geilen Song hat, ist natürlich klar dann. Ich bin natürlich, also ist noch nicht, ich bin noch am Text, also ich habe jetzt You will never walk alone again. And it's more than fantasy. You will never walk alone again. Und dann hatte ich eigentlich and again, I see your pretty face. Aber es sollte eigentlich, jetzt habe ich and in my dreams, every night and day I see your pretty face. Lieber Dieter, wenn du mich hörst, vielleicht hast du auch eine Textidee oder lese mich mal in dein Studio ein. Ich komme mal gucken, kannst auch gerne hierher kommen. Nach Hamburg-Niendorf zum Neupop-Titan und ja, wie gesagt, das ist mein Beitrag. Ja, Modern Talking gibt's nicht mehr und man muss auch mal ein Zeichen setzen. Also ich mag es nicht, wenn Leute mich am Telefon verarschen oder wenn Leute mich im Internet verarschen und sagen nein und das nicht glauben oder irgendwelche, ach weiß nicht, ich habe ja wieder Telefonate gehabt, wo ich mich wieder abzappeln musste und ist so schade, ne? Also ich bin eine Berühmtheit. Ja, ist so. Also ich gehe auf die Straße und hier gerade in Niendorf, das ist so wie die da in Tötten sind. Moin, sagen die Leute. Ich weiß nicht, ob sie da begrüßen. Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Dieter. Ne, mein Vorgänger hat ein Baby bekommen. Es ist ein Mädchen. Genauso wie meine Selina. Ich habe ja auch ein Mädchen bekommen. Also nicht ich, sondern meine Frau. Und ja, die Carina Bohlen hat ein Mädel bekommen. Und damit ist ja der alte Pop-Titan zum 5. Mal Vater geworden. Ja, ich bin zum ersten Mal Vater und das langt auch, nein, Scherz. Also, wie gesagt, Baby ist süß, aber ich glaube, meine Frau will nicht 5 Kinder. Aber er hat ja auch mit verschiedenen Frauen 5 Kinder. Deswegen mal gucken, ob das noch kommt. Aber das glaube ich nicht. Also, ich bin ja nicht so wie ja, Dieter, dass ich jetzt mit jeder Frau. Wie gesagt, lieber Dieter, also herzlichen Glückwunsch. Ich denke mal, das kann man schon sagen, auch wenn du ein Konkurrent bist. Ich meine, in diesem Fall, wenn du dir den Song hier anhörst, mal, hör dir mal die Aufmachung. Ich meine, so geil war Modern Talking nicht, kann man sagen. Ja, ich habe nur 4 Spuren hier. Ist ja schon Breakbeat-mäßig, ne, Leute? You will never walk alone again. And it's more than fantasy. You will never walk alone. And in my dreams and every night I see your pretty face. Das wird auf jeden Fall ein Mega-Hit, vielleicht auf Platz 1 in Deutschland. Also keiner, ich denke auch keiner von DSDS wird so eine geile Nummer haben hier. You Will Never Walk Alone Again. Und ich gebe da auch meinen Beitrag für die Japaner dazu, die auch nicht alleine laufen durch ihre Katastrophe, durch die schlimme Katastrophe. Ja, der Knut-Song kommt übrigens auch noch. Aber jetzt war ich heute erstmal hier dran und am Samstag kommt ein, kann man sagen, Internetfachmann, der wird auch noch die Vermarktung so ein bisschen ankurbeln. Achso, übrigens, bitte kommentieren hier. Ich habe halt einen Download-Shop und da kann jeder von euch auch seine Musik verkaufen. Und da ich einen bekannten Namen habe, Sören Schnabel, googelt das mal, kann auch jeder bei mir dann auf dem Download-Shop über PayPal-Konto einen Song verkaufen. Und das Gute ist, kann jeder. Also ihr könnt euch alle hier melden, alle Musiker von Deutschland, hier unten Kommentar und oben abonnieren. Also ich lade euch herzlich ein, der neue Pop-Titan hier. Und wer mich gerne mal kontaktieren möchte, ich gebe euch mal meine E-Mail raus, info@mvrecords.de. Und ich habe ja schon den Loritz von X-Factor gehabt, ich habe schon ja eine von DSDS Top 10 gehabt, oder Leute aus Top 30 von DSDS. Und ich habe schon sehr viele, ich habe schon sehr viel gemacht. Also ich bin, kann man sagen, schon, also, ja. Ein Freund von mir ist übrigens Dieter Wiesner, der ehemalige Michael Jackson Manager. Hi Dieter, liebe Grüße. You're welcome. Und ja, wie gesagt, ich habe alles gemacht. Ne? Leute können mich anrufen, mir schreiben und wenn ihr Musik verkaufen wollt, weil der Download-Shop geht mit dem Song zum Beispiel los.
Also, lieber Dieter hat, Dieterlein hat ein Kind bekommen und jetzt letztens war ich in der Videothek und da steht ja auch sein Film, Dieter der Film, also in, unter der Kinderabteilung. Das fand ich dann nicht so lustig, weil da kommen ja auch verschiedene SX-Szenen und das ist dann für Kinder, glaube ich, nicht so toll geeignet. Aber gut, was soll man machen, ist ein Comicfilm, also... Gut, das kann man wieder an, an Biologieunterricht, Sexualkundeunterricht zurückschauen. Also wie gesagt, da, ja, wie gesagt, nicht ganz kindgerecht, aber ist okay. Gut, also erstmal herzlichen Glückwunsch und ich werde jetzt hier erstmal weiterarbeiten. Ciao, Leute!